von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen aus dem QTV-Studio mit Blick auf die Festung. Mein Name ist Albin Winkler und ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Und das erwartet euch in der neuen Ausgabe von Kufstein TV. Wissenschaft. Die lange Nacht der Forschung in der Fachhochschule Kufstein. Balanceakt. Mit Slackliner Michael Lahnschützer hoch über dem Hechtsee. Entscheidung. Wer wird neuer QTV-Spot und wer gewinnt 2 Kinokarten? Am 24. Mai fand in ganz Österreich die lange Nacht der Forschung statt. Über 9 Bundesländer hinweg gab es in diversen Einrichtungen viel zu entdecken und viel zu probieren. Auch die Fachhochschule Kufstein nahm erneut am großen Wissenschaftsevent teil. Was sich dort ereignete, sehen wir uns im Anschluss an die Werbung an. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen, surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von KUFnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, das ganze Jahr. 70 Jahre, auf meine bei Spar. Feiert 70 Jahre Jubiläum, das heißt gemeinsam sparen. Und das ganze Jahr. Spar feiert 70 Jahre Jubiläum und alle feiern 70 Jahre. Wir feiern gemeinsam 70 Jahre, gibt's schon Spar. 70 Jahre feiern das ganze Jahr. Heute ist die lange Nacht der Forschung und auch die FH Kufstein Tirol ist natürlich mit dabei. An über 40 Stationen können junge ForscherInnen selber ausprobieren, wie es ist, zu forschen und neue Dinge aus der Wissenschaft lernen. Besonders die kleinsten Entdecker aus dem Raum Kufstein zeigten reges Interesse an der Wissenschaft. In der Bibliothek galt es, so einige Aufgaben zu lösen. Ganz verschiedene Aufgaben, also manche betreffen einen Bibliotheksbestand, also da muss man ein Buch suchen und quasi dann den Namen von der Autorin schreiben. Manchmal muss man was fotografieren, manchmal muss man Zeitungen zählen oder Sessel zählen. Genau, also ganz, ganz verschiedene Aufgaben sind dabei. Ja, grundsätzlich ist es natürlich immer wichtig, dass man Begeisterung weckt oder in der Bevölkerung, dass man sieht, okay, wohin geht Technologie, was ist aktuell gerade in Entwicklung. Und da muss man natürlich bei den Kleinsten anfangen, dass man die mit der Begeisterung erfangen kann. Und daher, lange nach der Forschung ist für uns extrem wichtig, auch für den regionalen Bezug. An rund 270 Ausstellungsorten quer durch Österreich hindurch wurde der Forscherdrang der Besucher geweckt. Mit diversen Probierstationen, Führungen, Vorträgen und Experimenten war nicht nur an der FH Kufstein Tirol für jeden etwas geboten. Wir sind heute hier im Weblabor, das ist unser Informatiklabor. Wir haben hier verschiedenste Hardware-Gerätschaften, die wir nutzen können, um zum Beispiel VR-Anwendungen zu entwickeln oder kleine Spiele zu entwickeln. Und die Kinder und Erwachsenen, die heute uns hier besuchen, die können im Prinzip selber ausprobieren, wie man kreativ sein kann mit Informatik. Die Wissenschaft spielt an der FH Kufstein Tirol seit jeher eine große Rolle. Mit hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten stärkt man nicht nur das Standing innerhalb der Hochschullandschaft, sondern trägt auch zur Stärkung von Standort und heimischer Wirtschaft bei. In 9 verschiedenen FH-Laboren können Lehrende und Lernende sowie Forschende aus Hochschule und Wirtschaft Experimente, Demonstrationen und Workshops umsetzen.
gerade auf dem Gerät immer dumm geflogen. Das war richtig cool, ein lustiges Gefühl. Wir waren eigentlich, glaube ich, schon bei allen Stationen. Wir haben alle Stationen schon durchgemacht und jetzt haben wir eine Taschenlampe bekommen. Mir hat am besten das mit den Keksen da gefallen, wie man das bedrucken kann. Mir hat am besten gefallen, dass oben im zweiten Stock, da wo man die Farben da auf dem Blatt drucken konnte. Und bei mir war das da, wo man die Stifte gravieren konnte. Mir hat am besten der 3D-Stift gefallen. Und mir hat am besten der Menschen-3D-Drucker gefallen. Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau sagte einst, die Voraussetzung für Wissen ist die Neugier. Und die wurde bei der langen Nacht der Forschung mehr als nur befriedigt. Nächste Woche auf Kufstein TV. Kufstein Steinalt, Episode 15. Das malerische Ambiente am Hechtsee ist Schauplatz für das Open-Air-Konzert Kultur aus dem Bezirk. Dabei spannen das Bezirksjugendblasorchester Kufstein und das grenzüberschreitende Euregio-Blasorchester Inntal einen musikalischen Bogen von klassischer Blasorchesterliteratur bis hin zu moderner Unterhaltungsmusik. Der Eintritt am 15. Juni um 19 Uhr ist frei. Bei schlechtem Wetter geht die Veranstaltung im Kulturquartier Kufstein über die Bühne. Das Slacken, Slacklinen oder auch Slacklining ist eine Trendsportart, bei der man auf einem Band balanciert, welches zwischen zwei Befestigungspunkten gespannt ist. Seit 2010 wird gar einmal im Jahr eine Weltmeisterschaft im Slacklinen abgehalten. Ein Athlet aus der Region, der sich diesem besonderen Balanceakt verschrieben hat, ist Michael Lahnschützer. Wir trafen den ambitionierten Slackliner am Hechtsee. Das Slackline-Band hat seinen Namen aus dem Englischen und heißt so viel wie Schlaffseil oder schlaffe Leine. Die Anforderungen des Slackens an den Sportler sind ein Zusammenspiel aus Balance, Konzentration, Koordination und Ausdauer. Also angefangen habe ich mit 13 Jahren, da habe ich mir eigentlich dann die erste Slackline gekauft und habe dann im Garten angefangen. Und es ist dann ein bisschen angeflaut und irgendwann habe ich dann angefangen, dass ich so die ersten Festivals besucht. Das war dann, da war ich dann 15 und das war bei uns am Beigelsteiner See. Das ist von einem Milster Slackline-Profi ausgegangen und da bin ich eigentlich dann in das Ganze mal gescheit reingekommen. Da habe ich dann ein paar Leute kennengelernt und bin dann auch schon zwei Monate später das erste Mal nach Italien gefahren, aufs nächste Festival. Das war in Montepiana. Und da sind wir eigentlich, da bin ich das erste Mal auf der Highline gestanden. Das, ja, die war 25 Meter lang, 40 Meter hoch und war halt auf, ich glaube, auf 2000 Meter Höhen, also am Berg um. Und da bin ich eigentlich dann in das Ganze reingekommen. Und dann habe ich regelmäßig die Jahre danach immer wieder ein Slackline-Festival am Bergelstander See besucht. Und mit 18 bin ich dann auch einmal nach Polen gefahren, aufs Highline-Festival in Lublin. Und da ist man dann in der Großstadt zwischen die Hochhäuser gegangen. Da habe ich mir aber leider am Tag vor dem Festival ein Sprunglenkbandel gerissen auf der Jumpline. Und sozusagen war das Festival dann eigentlich für mich dann schon gelaufen. Dann habe ich irgendwann selber angefangen, weil auf die Festival ist immer so viel los, man muss warten, bis man Druck kommt.
dass man selber mal die Line spannt. Ich habe angefangen in Münster, da haben wir eine 40 Meter lange Highline über einen Wasserfall drüber gespannt. Und dann sind die Lines immer länger geworden. Letztes Jahr habe ich dann angefangen mit über 160 Meter langen Slacklines, auch über den See, so ähnlich wie da. Und es ist halt dann, man sucht, dass man immer längere Lines und schönere Spots findet. Und ja. Also zum Anfangen ist sicher auf einer kurzen Slackline am besten. Also man geht nicht her und fängt an und geht dann eine 100 Meter lange Slackline. Meistens fängt man auf so einer Slackline nur wieder an mit ungefähr 15 Meter, halb Meter über dem Boden. Aber sobald man auf die Highlines geht, wird in der Szene so gesagt, bis 150 Meter ist schwierig. Und ab 150 Meter ist es dann egal, ob die 200, 400 oder gar 1000 Meter hat, weil einfach die Eigenschwingung von der Slackline wegfällt. Und wenn man einen Fehler macht, verzeiht einem das Slackline mehr als wir auf einer kurzen Line. Ich trainiere, weiß ich nicht, immer mal wieder, so ein, zweimal im Monat, dass ich 30, 40 Meter lange Slackline spanne. Und ab und zu halt auch die Jumpline, also so eine wie da, wenn ich einfach wieder mal springen will. Es ist dann einfach ein bisschen vergleichbar, so wenn man Trampolin springt, nur dass man halt nicht so viel Landefläche hat. Ja, also ich habe mir heute so ein kleines Projekt vorgenommen, dass wir ca. 120 Meter lange Slackline über den See drüber spannen, auf ca. 15 Meter herrschend. Und ja, und da werden wir noch später drüben mal drüber gehen. Ja, da ziehen wir noch mal um. Passt. Also den Fehler, was viele machen, ist, wenn sie das erste Mal auf der Slackline sind, ist, dass sie immer einen Blick nach unten gerichtet haben und schauen, wo sie hinsteigen. Was man nicht wirklich braucht, weil man einfach auf die andere Seite schauen muss und man fixiert sich auf einen Punkt. Wenn man überlegt, wenn man sich auf einen Fuß stellt, sucht man sich auch immer irgendeinen Punkt, was man anfixiert. Und genauso macht man es eigentlich auf der Slackline. Man geht dann Schritt für Schritt. Die Slackline ist eine gerade Schnur und hat keine Kurven, also muss man immer einen Fuß einfach nach dem anderen setzen. Und es braucht Übung. Also ich habe auch sicher eine Woche gebraucht, bis ich mein erstes 20 Meter langes Slackline im Garten gegangen bin und habe dann halt auch regelmäßig jeden Tag ein, zwei Stunden geübt. Also für mich ist es auch eines der besten Trainings für den ganzen Körper, weil einfach Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht in einem trainiert werden. Man glaubt gar nicht, also wenn man länger geht oder wenn man 120 Meter lange 3-4 Stunden am Tag geht, was man am nächsten Tag für Muskelkater haben kann und auch wo. Also was ganz oft ist, sind die Schultern, es sind die Flanken, weil man einfach die ganze Stabilitätsmuskulatur gefordert ist und auch beansprucht wird. Dranbleiben lohnt sich. Gleich geht es weiter. Nächste Woche auf Kufstein TV. Platzlsingen in Rattenberg. Verbessern und wir einfach immer längere Slacklines machen. Und ab und zu lassen es die Spots einfach nicht zu, dass wenn man sagt, es war ein cooler Platz, aber man braucht halt dann 300, 400 Meter, dass man das eventuell spannen könnte, weil einfach der Abstand sonst zu groß ist. Und es macht auch sicher an, mit was, wenn man von sich behaupten kann, dass man über 400 Meter lange Slackline geht. Arbeiten ist sicher ein bisschen ein Ausgleich, dass man einfach ein bisschen, ich sage jetzt mal so, die Balance im Leben findet. Und also ich war früher auch Zimmerer und da hat mir eigentlich die Balance am Dachraum auch schon recht viel geholfen. Und es war dann immer ein bisschen ein Training und jetzt ist es einfach ein bisschen Ausgleich, dass ich anschalten kann, wenn ich auf der Leine stehe, geht es einfach um den Moment. Und
und nichts anderes. Ich denke da nicht drauf, was wo und was wert sei, sondern einfach der Fokus aufs Ski. Ich glaube, es hat einfach auch ein bisschen mit Freiheit zum da, wenn man so weiß, man ist eigentlich nur von zwei Bandeln gesichert, hängt an einem Klettergurt und es ist links, rechts und unter einem ist einfach nichts. Ich glaube, wenn man die Leute fragt, warum es Fallschirmspringen ist wahrscheinlich, oder warum es Paragleiten, ist wahrscheinlich ungefähr die gleiche Antwort. Kann ich mir jetzt feststellen. Ich glaube, eines der bekanntesten Festivals, was es so in der Szene gibt, das ist in Utah. Das, glaube ich, geht über eine Woche. Und das ist auch zwischen die Canyons, da sind dann auch 400 Meter lange Slacklines. Und da ist ganz bekannt, dass ein SpaceNet aufgebaut ist. Das heißt, da laufen 5 oder 6 Slacklines in der Mitte zusammen. Also die haben dann die Slacklines jeweils nur einen Ankerpunkt und in der Mitte drin ist ein recht großes Netz, wo ich glaube bis 28 Leute drauf sitzen können. Und ganz die Verrückten springen dann mit dem Basejump-Schirm in der Mitte rein. Ich glaube, dass es um die 300 Meter hoch ist. Ich glaube, da müsste ich davor einen Basejump-Schein machen, aber interessant war es sicher. Mein Ziel war eigentlich so, irgendwann, dass ich mal eine 1000 Meter lange Slackline gehe. Da scheitert es halt nur ein bisschen an der Übung und am Material, weil man dann da doch ganz anders aufgestellt sein muss. Also von mir Material, ich konnte bis 200 Meter spannen und dann ist es aus. Das Erste und das Schwierigste immer, wenn man eine Slackline aufbaut, wo man jetzt nicht einfach umgehen kann, ist, dass man die Verbindung zusammenbringt. Also ich bin heute um 8 in der Früh schon mal schwimmen gegangen. Wir haben dann eine Fischerschnur mit gehabt, mit der was ich einmal durch den See geschwommen bin. Und auf der anderen Seite haben wir das dann mit der Slackline verbunden und haben es dann einfach wieder auf die andere Seite umgezogen. Und dann haben wir erst die Stände aufgebaut. Also ich glaube, zum Anfang ist sicher eben eine Anfängerline mit 5 cm Breiten ist sicher immer am besten. Auf 10-15 Meter gespannt im Garten, je nachdem, wie man's, was man für einen Abstand hat. Und dann einfach probieren. Also man wird am Anfang verzweifeln, wenn man sich dacht, man wird keine 2-3 Schritte drauf kommen. Aber man merkt, oder man sieht dann, wie schnell eigentlich der Fortschritt ist. Wenn man mal das drauf hat, wie man dann aufstehen muss, wie man gehen muss, wo man hinschaut, dann geht der Fortschritt recht schnell. Was für ein großes Glück, wenn Menschen nicht nur ihrer Passion folgen, sondern auch noch richtig gut darin werden. Spannende und interessante Porträts wie das von Michael Landschützer gibt es bald wieder hier auf Kufstein TV. Kufstein TV sucht seinen neuen offiziellen Spot und ihr habt per Voting entschieden, welcher der 3 Filme das Rennen machen wird. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir nun in Zusammenarbeit mit Cinema4U 1x2 Karten für einen Film nach Wahl im Funplex Kufstein. Wir kommen auch direkt zur Auslosung. Die Spannung steigt. So, wer ist der oder die glückliche Gewinnerin? Gewonnen hat Silvia Hofer. Sie hat über Facebook teilgenommen. Herzliche Gratulation an die glückliche Gewinnerin und viel Spaß im Funplex. Nach der Werbung lösen wir auf, welcher Spot sich beim Voting durchgesetzt hat. Werbung! Wow, woher hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. We'll be right back.
letzten Wochen suchten wir nach dem neuen offiziellen QTV-Spot. Drei Kandidaten standen zur Auswahl und ihr konntet auf der Homepage und unseren Social-Media-Kanälen für euren Favoriten abstimmen. Es war ein knappes Rennen, doch am Ende setzte sich Spot Nummer 1 durch. Also ich schaue Kufstein TV super gerne daheim auf der Couch. Am meisten konsumiere ich über Social Media, einfach wenn ich gerade unterwegs bin. Ich kenne es eigentlich über die Website, bin da durch Zufall drüber gestolpert. Und Regionalinformationen sind sicher sehr interessant. Ich liege auf der Couch und schaue QTV. Und ich finde das super. Ich schaue QTV. Was schaust du? Ich schaue QTV. Was schaust du? Immer das Neueste aus der Region erfahren. Empfangbar in über 30 Gemeinden. Oder weltweit übers Internet. Darum schau ich Kufstein TV. Damit beschließen wir die aktuelle Ausgabe von Kufstein TV. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich fürs Einschalten und freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen. Bis dahin alles Liebe, euer Albin Winkler.